Herzlich willkommen in der Kunstgalerie Waldviertel. Diesmal haben wir unsere aktuelle Ausstellung Fotografie ist keine Kunst von Andreas Biedermann, Supasch und David Andele. Und ich möchte euch heute Supasch, den Künstler Supasch, vorstellen. Unsere Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Und im Internet findet ihr uns unter www.kunstgaleriewaldviertel.at. Dies ist eine Gemeinschaftsausstellung und wir laden Supasch zum Künstlergespräch ein. Hallo! das wird ja alles analog fotografiert. Nein. Nein. Das ist alles digital fotografiert, bis auf ein einziges Bild. Okay, würde man das finden? Ja, das hängt da hinten, eins der wenigen Hochformatbilder. Ist von einem Dia reproduziert. Ich weiß nicht einmal mehr, wann es aufgenommen wurde. Okay, das können wir dann genau nachschauen. Da ist das Petzval-Objektiv. Kannst du darüber uns was erzählen? Ja, also das ist ein Nachbau. Der Josef Petzval hat zum ersten Mal ein Objektiv mathematisch berechnet, was zur Folge hatte, dass sich die Belichtungszeiten von 10 Minuten auf 1 Minute verkürzt haben. Ich meine, auch unterstützt durch die lichtempfindlicheren Schichten der Glasplatten. Daraufhin hat jedes Fotostudio Petzval-Objektive gehabt. Das ist ein Nachbau, den die Lomographische Gesellschaft machen hat lassen. Es gibt inzwischen verschiedene Petzval-Objektive zu kaufen. Und es ist eine Festbrennweite und hat eine Besonderheit, nämlich die Art der Blende ist nach dem sogenannten Waterhouse-System. Da ist ein Schlitz und da steckt die Blende drinnen. Und diese Blende ist eine selbstgemachte Blende mit vielen Löchern, eine Mehrlochblende. Und das hat dann andere Darstellung in den Unschärfen zur Folge. Normalerweise ist da halt ein Loch, mehr oder weniger groß. Ja? Vor diesem Waterhouse-System musste man die Objektive zerlegen, wenn man die Blende wechseln wollte. Oh. Das war auch ein gewisser. Sehr praktisch. Naja, man hat fast nie gewechselt, weil Fotostudio hat man ein ähnliches Licht und man hat ja Abschattungen gehabt. Ja, und die Tiefenschärfe war auch bekannt und wahrscheinlich wurde es nie gewechselt, stelle ich vor. Na gut, jedenfalls, das ist objektiv, mit dem sind einige dieser Fotos gemacht worden, die jetzt hier ausgestellt werden. Und es hat in der Abbildung die Eigenschaft, dass es in den Unschärfen, je näher das Bild zum Rand hinkommt, Verzerrungen gibt sozusagen. Also was sonst runde Abbildungskreise macht, ein Lichtreflex zum Beispiel, ist da oval. Das sieht man bei diesem Bild da drüben. Nämlich hier diese hellen Stellen wären bei einem zeitgenössischen Objektiv, das auskorrigiert ist, rund. Hier sind sie oval. Und das gibt eben so einen Bogen, ja, um die Mitte, was halt dann auch das Hauptmotiv betonen kann, wenn man es eben bewusst benutzt. Und es ist halt in der Abbildung viel weicher als zeitgenössische Objektive, und deswegen mag ich es auch gerne, weil es nicht so eine brutale Schärfe und Härte hat, als das zeitgenössische Objektive haben. Es gibt mehrere Bilder, die mit dem aufgenommen wurden, aber da weiß ich es und da sieht man es besonders gut. Das ist mein absolutes Lieblingsbild, ja, von Anfang an. Das heißt Kadaververjüngung. Ja, das heißt Kadaververjüngung, hat mir jemand einmal erklärt, dass das kommt daher, dass da unten ist ein Baumstumpf. Und auf dem wachsen schon die neuen Bäume, die Schösslinge. Und daher heißt das Kadaververjüngung.
Also dieser Vorgang wird so genannt. Ja. Ansonsten meine Bilder, diese Bilder da, ich habe das, sind alles eine Serie, die haben gemeinsam, dass es sich um Pflanzen handelt, fast immer um Wildpflanzen. Und dass die Unschärfe eine große Rolle spielt, wobei die auf verschiedene Arten zustande kommt. Warum fasziniert dich die Unschärfe so oder was willst du damit ausdrücken? Ich finde das ja so schön, das, was du auf die Seite da geklebt hast, dieses Zitat. Dieses Wittgenstein-Zitat. Ja, genau. Ja, das ist aus dem Tractatus Logico Philosophicus und da geht es eigentlich um Sprache. Und da gibt es so eine Stelle, wo er meint, man darf die Begriffe nicht völlig scharf machen, also nicht völlig ausdefinieren, dann kann man sie nicht mehr zur Kommunikation benutzen. Weil es müsste dann mein gesamtes Leben einfließen in diesen Begriff, alles, was ich damit assoziiere, und dann ist es nur für mich gültig und für einen anderen, der hat ganz andere Erfahrungen damit. Und dann passt es nicht mehr. Also es muss eine gewisse Unschärfe haben, damit es zur Kommunikation taugt. Eine Besucherin hat gesagt, das ist auch, es ist sowas wie Poesie, diese Unschärfe. Ja? Weil auch in der Poesie, in Gedichten, Begriffe mehrdeutig sein können. Und damit, das wird ja auch bewusst eingesetzt. Oder auch in Fabeln, in Tierfabeln, wo eine Geschichte erzählt wird. Und es hat eine zweite Ebene oder mehrere Ebenen, die, weil es eben nicht ganz so hart definiert ist, ja, das ist ja nicht eindeutig, es ist mehrdeutig. Und das, ja, bei der Fotografie ist halt Unschärfe natürlich auch ein Mittel, um jetzt etwas hervorzuheben und andere Teile zwar auch mit aufzunehmen, aber zurücktreten zu lassen. Ne? Und ich mag das einfach auch gerne, ja, wenn mir die Abbildung gefällt. Ja? Wenn mir. Und jetzt lass uns noch über das Papier sprechen, das ist ja auch ganz besonders. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Ja, das Papier. Doch, man sieht es. Mhm. Das hat ja auch eine weitere Dimension, ja? Ah, das ist das Bild, über was wir vorher gesprochen haben. Ja, das ist eine Lochkameraaufnahme. Die ist halt gleichmäßig unscharf bzw. scharf, je nachdem, wie man es sehen will. Da gibt es so quasi keine Ausdehnung der Schärfe in die Tiefe, alles ist gleich scharf und unscharf. Da ist keine Linse dabei beteiligt, sondern nur ein Loch und eine lichtempfindliche Fläche, also in dem Fall der Sensor einer Digitalkamera, der das Licht aufnimmt, das durch dieses Loch kommt. Das Papier ist ziemlich stark strukturiert, das ist ein Papier, das auch für Aquarelle verwendet werden kann, aber es gibt es eben auch, um damit Fine Art Prints, sogenannte, zu machen. Das ist wunderschön. Das mag ich halt auch recht gerne, dass es nicht so glatt ist, nicht so technisch. Obwohl du technisch eigentlich sehr versiert bist. Du hast an der Angewandten studiert und du kennst dich jetzt nur aus den Gesprächen, die wir hatten, einfach wirklich enorm gut aus. Also wenn man jemanden fragen kann, dann dich. Aber. Ja, aber ich mag es trotzdem nicht so. So clean. Nicht so glatt, ja. So clean, genau. Wenn es zu sauber wird, dann gefällt es mir nicht mehr. Verstehe. Ich finde, dass diese, so ähnlich wie das in, ich weiß jetzt nicht, ob es japanisch oder chinesisch ist, der Begriff Wabi-Sabi, der bedeutet, dass, oder bedeutet, gemeint ist jedenfalls damit, die Schönheit der Abnutzung und des Alters und des Gebrauchs, ja, dass eben die Gegenstände dadurch auch Geschichte bekommen und eine Aura bekommen. Und da wird das jetzt sehr geschätzt. Da
wird halt zum Beispiel in der Keramik nicht perfekt gebrannt, sondern ganz im Gegenteil, wie der Rakobrand eben, dass da Rauchspuren drauf sind, dass die Glasur springt. Oder es gibt eine Technik, da werden dann zerbrochene Keramik wird geklebt und wird dann mit Gold werden die Fugen ausgelegt, sodass die Fugen sogar noch betont werden, noch dazu mit einem wertvollen Material. Also wo einfach die Geschichte des Gegenstandes sogar betont wird, nicht versucht wird zu das verbergen. Das kaschieren, ja. Wow, schön. Ja, die Sachen bekommen dann so ein Eigenleben, ja. Ich habe noch eine Frage, können wir da nochmal danach vorgehen, und zwar zu diesem Bild. Wie wurde das gemacht? Wurde das auch mit der Lochbildkamera gemacht? Nein. Da gibt es ja auch ganz scharfe Stellen. Also jetzt sehe ich es erst. Ja. Nein, das ist mit einem umgebauten Objektiv gemacht, mit einer Festbrennweite, ein sogenanntes analoges Objektiv, also aus der analogen Zeit, das halt mit Adapter auf die Digitalkamera montiert wurde. Und ich habe es zerlegt und falsch zusammengebaut, also absichtlich. Und das ergibt halt dann diese Verzerrungen auch am Rand, ja, in der Mitte. Also bei diesem Motiv schaut ja alles sehr abstrakt aus. Außer dieser kleine. Ja, genau, das ist ja das, aber Grashalm. Es ist mir noch nie. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, der Grashalm. Jetzt sieht man ihn. Ja. Also ich weiß, das total cool, das Bild. Ein Blick in einen Bach, ja, also deswegen ist das ein so ein kräftiges Blau, weil sich halt der strahlend blaue Himmel da spiegelt in dem dunklen Bach und ja, das hebt halt die Farbe. Das sind ja alles eigentlich Bilder in der Natur gemacht. Ja, fast. Wie? Also eines weiß ich, dass nicht eine Studioaufnahme gibt. Aber ich glaube, alle anderen sind in freier Natur gemacht. Und kannst du da dann deinen Zugang ein bisschen beschreiben? Wie läuft das vonstatten? Was nimmst du mit? Gehst du da gezielt mit deiner ganzen Ausrüstung? Oder nein. Wie? Nein. Die ganze Ausrüstung ist mir zu schwer, da bin ich zu faul. Und ich habe keine Mitarbeiter, die das für mich tragen. Außerdem, die würden mich stören, glaube ich. Nein, ich nehme normalerweise aber trotzdem ein Stativ mit. Ja. Das schon. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich, wenn ich mit Stativ arbeite, viel genauer arbeite und es verzögert die ganze Geschichte und ich bastle viel besser im Ausschnitt auf, als wenn ich beim Sucher durchschaue zum Beispiel. Also ich glaube, wenn ich Sucher durchschaue oder das Display ist nicht so wichtig, obwohl ich das Display ganz gerne mag, ich mochte auch bei den Analogkameras den Lichtschacht. Ich habe eine Kamera gehabt, da konnte man auswechseln, entweder Lichtschacht oder ein Prisma, sodass es dann halt wirklich seitenrichtig war, wenn man durch den Sucher geschaut hat, seitenrichtig war. Aber den Lichtschacht habe ich gerne gehabt, weil ich dieses Draufschauen aufs Bild statt Durchschauen gerne mag. Naja, ich nehme mit zwei, drei Objektive, die ich aus irgendeinem Grund gerade bevorzuge, entweder weil es gerade meine Lieblingsobjektive sind, oder ich mir denke, das Wetter ist heute so und so und da passt gut dieses Objektiv. Oder ich weiß, ich gehe auf diese Wiese und oder nach eigener Stimmung zum Beispiel. Wenn mir sehr weich zumute ist, dann nehme ich ein Objektiv, das weich zeichnet. Schön. Und wenn ich eher, dass ich kräftig unterwegs bin, kann schon sein, dass ich dann was Härteres nehme auch. Ja, und dann gehe ich einfach spazieren, meistens in der nahen Umgebung. Meistens immer die gleichen Wege, weil so viele gibt es ja dann gar nicht. Und lasse mich sozusagen rufen vom Motiv. Und praktisch spielt sich das so ab, dass immer manchmal gehe ich und im Augenwinkel fällt mir irgendwas auf und dann bin ich schon vorbei. Und dann gehe ich also langsam und vorsichtig verkehrt wieder zurück. Achte so, schau geradeaus wie vorher auch. Aber achte, was sich da auf der Seite abspielt. Und wenn ich es meine, jetzt habe ich es wieder, dann schaue ich erst hin. Wirklich? Und, ja, ich versuche halt zu sehen, was war das jetzt? Was hat meine Aufmerksamkeit erregt? Okay. Ja? Das klingt irgendwie magisch. Ja.
Es muss jetzt nichts Spektakuläres sein. Also okay. Oft kann ich das auch gar nicht gleich erkennen. Ich merke nur, da ist irgendwas. Ja. Es ist nicht unbedingt eine besonders große, schöne Blüte oder so. Muss nicht, kann sein, muss aber ist meistens nicht. Ja. Eher ist es irgendwie eine besondere Konzentration an Bildkomposition, ja, die schon vorhanden ist. Einfach, ja. Mhm. Naja, und dann versuche ich halt, vielleicht auch, ob ich schon der Standpunkt passt, das von hier aufzunehmen oder doch noch etwas näher zu kommen. Ich stelle das Objektiv auf, also ich stelle das Stativ auf und wechsle vielleicht das Objektiv. Ja, und dann mache ich das Foto. Und dann schaue ich es mir an. Das ist halt der große Vorteil mit der Digitalfotografie, dass man zwar winzig wie eine Briefmarke, aber doch die Dinge gleich mal sehen kann. Ja, und vielleicht probiere ich dann auch noch es von anderen Seiten, aber meistens ist das der erste Eindruck sowieso der beste. Also meistens sind die ersten die richtigen. Ersten, ja, komischerweise. Wobei es ja so eine Regel gibt, die dann Leute gerne für lernwillige Fotografinnen oder Fotografen zum Besten gehen, die halt lautet, man solle halt um das Motiv herumgehen und näher und weiter weg, verschiedene Objektive probieren, einfach um zu sehen, wie sich das ändert auch, mhm, durch die verschiedene Ansicht, auch mal in die Knie zu gehen oder so, ja, also nicht immer von oben runter oder so. Ja. Ja. Das hat schon seine Berechtigung, aber ich glaube, ich habe das inzwischen so intus, dass sich das nicht mehr bewahrheitet. Also ich mag es des Öfteren und sehe dann nachher am Rechner, na, die erste Aufnahme ist die beste. Ja, ja. Naja, ich denke, du hast ja auch schon so viel Erfahrung, genug Erfahrung, dass du deine Signatur da auch hast. Ja, also ich glaube, das ergibt sich automatisch, obwohl ich ja nicht einer bin, der irgendwie mit Konzepten arbeitet. Also ich kann dann immer Konzepte finden im Nachhinein. Ja? Oder wenn ich bei einer Ausstellung, in dem muss ich mich bewerben, oder eine Ausschreibung, da kann ich schon schreiben drüber, ja? Über was ich vorhabe oder was es sein könnte. Ich kann das schon auch mit Worten ausdrücken, aber in Wirklichkeit hat es viel mehr zu tun, sich einzulassen auf das, was geschehen wird. Und offen zu sein und nicht zu sehr in Gedanken. Deswegen auch dieses leider nicht aufgehängte Zitat, das aber dann in der Mappe, die sie habt, steht ganz am Anfang. Das ist, glaube ich, von einem Maler, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Ich habe im Internet dann danach gesucht und es gibt dann auch mehrere Leute mit diesem Namen. Und einer davon ist ein Maler. Und der sagt, der hat gesagt oder angeblich gesagt oder geschrieben, sehen bedeutet, das mit dem Gesehenen, den mit dem Gesehenen verbundenen Begriff zu vergessen. Ja, und das passt mir sehr gut, also das ist auch meine Erfahrung. Und es ist auch völlig anders, wenn ich fotografieren gehe, also das ist einfach nur diese, ich weiß nicht, wie anderen Hund mitnimmt und mir halt die Kamera mit. Ja. Ja. Und das ist anders, wenn ich allein gehe, nicht? Und mein Hund ist auch anders. So ja, genau. Dann nehme ich die Kamera mit und ich sehe alles. Ja? Wie auch der David über seine Foto gesagt hat. Hat er gesagt, er sieht in schwarz-weiß. Genau, ja? Wenn er schwarz-weiß ist, dann sieht er so. Ja, klar. Ich meine, wenn man sich öfter damit beschäftigt, ist das völlig automatisch, ist auch nichts Besonderes dann. Und trotzdem ist es eine andere Art zu sehen als im Alltag. Und es ist eine Bereicherung. Ja. Das ist mir auch, also für mich, eines der wichtigsten Anliegen bei der Fotografie, dass es eine Bereicherung der Wahrnehmung ist. Mir geht es nicht darum, das ist schön, was ich hier sehe, festzuhalten, genau, sondern neu zu sehen, anders zu sehen. Ja? Nicht so, wie ich es eh schon kenne. Ich würde vorschlagen, wir gehen ein bisschen in die Richtung, weil wir haben ja einige Fotos von dir. Ah, ein Wurzelwerk, wow. Ja, das ist ein Lochkamera. Ah, schau, das sind wir. Ja. Ah, in der Spiegelung sind wir. Lustig. Genau. Also, liebe Leute. Weniger das Bild als mich. Oder dich. Das Handy. Ja, Lochkamera war das. Das war auch Lochkamera. Ja, die ist auch Lochkamera. Aha, okay, die beiden, die Apfelblüte und die. Sind aber nur die beiden.
Das ist wieder das ist auch ein umgebauten Objektiv. Das ist ja zum Beispiel gar nicht so hart. Das andere ist ja wirklich sehr, ja, nicht wuchtig, aber sehr prägnant irgendwie. Das ist ja eigentlich weich, ne? Aber das hängt auch mit Licht zusammen. Das war ein strahlender Wintertag mit tiefblauem Himmel und das war ein trüber Tag und ganz ein weiches Licht. Ja? Und ist mit gleichem Objektiv gemacht, wirkt ganz anders. Und das gefällt mir besonders schön in diesen unscharfen Stellen. Ja? Es ist echt ein sehr schönes Bild, eine wunderschöne Komposition. Leider spiegelt das so, aber. Ja. Aber es ist irgendwie lustig, man sieht uns im Bild. Ja. Du druckst ja selber. Ja. Kannst du uns da ein bisschen dazu erzählen? Ja. Also, es handelt sich um sogenannte Pigmentprints. Die Technik ist dieselbe wie die einfachen, billigen Tintenstrahldrucker, die man zu Hause hat, wo die Tinten so teuer sind und die Drucker so billig. Ja. Das ist nur etwas Größeres, hat viel mehr Tinten und vor allem sind die Tinten Pigmenttinten auf, ich glaube, Wasserbasis schon mit allerlei Zusätzen, aber und haben dann, mein Drucker hat 12 Tinten, also viele Tinten, um ein möglichst großes Farbspektrum abbilden zu können. Mit vier, also wie im Offset-Druck mit vier Farben, geht nur eingeschränkte Palette, da ist sie größer. Ja, und man nimmt das Bild aus der Kamera, man schaut, ja, ich weiß nicht, wie genau ich das überhaupt erzählen soll, dass es nicht langweilig wird. Ich arbeite alle Bilder aus, für mich sind die Aufnahmen negative. Es bedeutet nicht, dass ich etwas dazu pinsle oder einsetze aus anderen Bildern, aber es bedeutet, dass ich die, zum Beispiel die Helligkeit erst nachher einstelle. Ich fotografiere immer so hell wie möglich, weil das die Qualität verbessert. Gerade so, dass die Stellen, die mir wichtig sind, nicht völlig weiß sind, noch Zeichnung haben. Und dann erst nachher im Rechner mache ich die Helligkeit, die ich haben möchte. Auch die Härte und Kontrast stelle ich eigentlich am Rechner ein. Die Farbe passt meistens so. Und wenn man dann das fertig hat, das Bild, dann schickt man das an den Drucker. Hier sind dann noch sogenannte Farbprofile beteiligt, die halt die Kommunikation zwischen Rechner und Drucker und Tinte und Papier möglichst exakt machen sollen, dass so wie das Rot, diese rote Knospe oder Blüte hier am Rechner aussieht, auch im Druck dann aussieht. Hundertprozentig kann das nicht sein, weil der Rechner ja ein hinterleuchtetes Display hat, also der Monitor ist ja hinterleuchtet, der strahlt, während der Druck ja mit Auflicht passiert. Ja. Ja. Schauen wir da noch weiter. Jetzt würde ich mich wirklich interessieren, welches eigentlich die Studioaufnahme ist. Alles sehr gut. Die Studioaufnahme ist rechts, die weiß ich. Hätte ich nie. Aber jetzt, wo du sagst. Naja, das ist eh ganz einfach gemacht. Das liegt auf einem Blatt Papier. Ja. Eine abgeblühte Blüte einer Orchidee. Insofern ist es wirklich eine Ausnahme, weil es ist eine Zierpflanze und eine Studioaufnahme. Und das ist, ich glaube, die einzige. Alles andere sind Wildpflanzen. Also Unkraut. Das, was und das? Das ist ein Rittersporn, das weiß ich. Das ist das neueste Bild, das habe ich 14 Tage vor der Eröffnung gemacht. Oh, schön. Der Rittersporn ist ein häufiges Unkraut. Er wird ungefähr 60, 70 cm hoch, also Kerzen. Die Blüte ist nicht sehr auffällig, auch kerzenförmig.
Und hier hat sich einer durch Wind oder so umgelegt und die Blüte war waagrecht. Also das Bild ist nicht gedreht. Das ist die Blüte, da ist da unten und da ist halt eine Knospe oder ein Teil hat sich wieder aufgestellt zum Licht hin. Ja? Das ist dieser Teil. Und das ist einfach mit einer sehr offenen Blende fotografiert. Dadurch ist ganz eine geringe Tiefenschärfe und das meiste unscharf. Das Unscharfe ist halt auch etwas, was dann andere Bildteile betont. Ne? Da ist halt die Farbe viel mehr im Vordergrund. Ja. Da gibt es gerade nichts, also wenig Textur. Natürlich ist es, hat es einen gewissen Lebendigkeit. Ne? Aber es ist nicht, wenn man da jetzt jede einzelne Blüte sehen würde, wirkt es ganz anders. Ne? Dann achtet man nicht so sehr auf das Gesamte, auf den gesamten Eindruck, sondern aufs Detail. Und dieses Spiel mit Detail und Gesamtheit, das ist halt auch etwas, was man mit Schärfe und Unschärfe machen kann in der Fotografie. Darf ich noch fragen, nach welchen Kriterien hast du für diese Ausstellung deine Bilder ausgewählt? Das sind ja vor allem sehr neue Bilder, die du sonst noch nicht großartig veröffentlicht hast, stimmt's? Ja, also ich glaube, ein, zwei gab es schon in meinem Fotoblog, aber alle anderen habe ich noch nie gezeigt. Also nicht öffentlich gezeigt, jedenfalls. Wie die Ausstellung festgelegt wurde, habe ich mir überlegt, was. Dann war so die Vorgabe, es sollten Bilder sein, die eben neu sind, die noch nicht gezeigt wurden, zumindest. Ja? Und ich dachte, na gut, das kann ich machen. Ich glaube, ich habe ungefähr 80.000 Fotos in meinem Archiv, wobei man muss sagen, das sind natürlich nicht alle jetzt. Da sind Belichtungsserien dabei und was Gott was, also bleiben vielleicht 10.000 über, aber, oder vielleicht auch nur 5.000, aber jedenfalls viele. Und ich habe mir überlegt, was mir gerade wichtig ist. Und ich habe mir gedacht, in den letzten Monaten davor habe ich hauptsächlich Pflanzen fotografiert und viel eben mit diesen unperfekten Objektiven, mit so analogen Objektiven, die ich gebraucht gekauft habe und auf die Kamera angepasst habe. Und das ist etwas, was mich vom Optischen am meisten interessiert hat. Ja, und ich habe dann so und habe überlegt, worum es mir geht bei den Fotos und habe sie dann genannt, die Serie. Also ich habe jetzt gekürzt auf El Espirito de la Plantas oder so, also der Geist der Pflanzen. Und es geht nur darum, mich irgendwie verbinden zu können mit dem Geist der Pflanzen oder mit der Seele der Pflanzen oder wie immer man das nennen will, ja, oder wie es in die Devas in Indien heißt. Ja, das sind so niedrige Gottheiten. Aber naja, und ich beschäftige mich viel mit Heilkräutern und mit Pflanzenmedizin schon lange. Insofern habe ich da auch einen Zugang zu den Pflanzen. Und es gibt ja kaum eine Pflanze, die für nichts zu gebrauchen ist oder nichts Positives hat. Ja. Nicht einmal die allergiftigsten, auch die kann man brauchen, wenn man weiß, wie. Nur vorsichtig. Sehr vorsichtig. Also ich finde, du hast das wirklich wunderschön eingefangen. Also jedes Bild hat wirklich seine Eigenheiten und zeigt etwas anderes, ja. Und vielleicht haben wir das schon tausendmal gesehen, den Grashalm, aber so wie du ihn zeigst, ist es doch neu und anders. Und das ist schön, halt deine Sichtweise zu sehen. Das gefällt mir. Das habe ich bei dir. Ich habe ja auch Workshops gemacht, also Fotoworkshops für andere Leute. Ich weiß nicht, aber viele, ja. Ich weiß nicht, wie viele. Und das, was für mich dabei immer am interessantesten war, das war das zu sehen, wenn man jetzt mit einer Gruppe von Leuten, egal wie gut sie technisch sind, aber in einer Gruppe von Leuten zur gleichen Zeit am gleichen Platz ist und dann nicht sagt, ja, das müsst ihr fotografieren und zwar so und so, damit das rauskommt, sondern einfach, wenn nur wenig Vorgabe gibt und sie dann machen lässt oder höchstens hilft, wenn sie nachfragt, dann ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen Leute
Leute, was ihnen überhaupt wichtig ist, was ihnen fotografierenswert erscheint, wie sie es sehen. Das fand ich immer bereichernd. Also egal wie gut dann das Bild ist, rein technisch gesehen, aber einfach dieser Aspekt, dass das so, dass jeder eine eigene Sichtweise hat, das merkt man sonst gar nicht so. Das ist was Besonderes, ja, dass jeder seine eigene Sicht hat. Und jetzt eine letzte Frage noch. Ist Fotografie jetzt eine Kunst oder nicht? Oder kann man das überhaupt mit Ja und Nein beantworten? Oder wird das ein neues Video? Also, dieser Titel stammt ja von mir. Und ich habe daran gedacht, dass es zu Beginn der Fotografie eine Diskussion darüber gab, ob denn dieses neue Medium, ob das nicht, ja, ob das überhaupt imstande ist, das Wesen der Dinge zu erfassen. Weil es so die Oberfläche wiedergibt, und zwar in einer unmöglichen und unnötigen Detailtreue. Ja, das war so die, die das bezweifelt haben. Die anderen waren begeistert von der Naturtreue. Ja. Und da war so der Streit, da haben dann angeblich, was ich etwas bestreite, aber in der Kunstgeschichte jetzt wird behauptet, die Pictorialisten haben sich bemüht, die Malerei nachzumachen. Das glaube ich nicht, aber jedenfalls, die haben sich bemüht, in der Fotografie sehr gestaltend einzugreifen, durch teilweise auch selbstgebaute Objektive. Es ging so weit, dass angeblich einer durch einen Flaschenboden fotografiert hat als Linse, ja, weil der eben so unperfekt war und so nicht so alles scharf gemacht hat. Ja. Und oder dann eben mit Gummidruck, Umdrucke und mit verschiedenen Farben, dann konnte man sogar schon also Farbbilder machen. Ja, da war das eine Diskussion ständig, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Inzwischen ist ja so, dass das am Kunstmarkt ist, ist eh schon klar. Da ist Fotografie, da kannst du ein paar Millionen ausgeben, wenn du was zu veranlagen hast. Ne? Da ist die Sache gelaufen. Aber im Alltag nicht. Im Alltag jetzt weniger als früher. Ne? Vor, weiß nicht, um die 70er Jahre war das vielleicht so, dass die engagierten Amateure, ne, die hat man nur ein bisschen bewundert. Ne? Und da hat nicht jeder das noch können. Jetzt glaubt jeder, braucht nur aufs Handy drücken, und wenn es dann nicht so wird, wie er glaubt, dann würde er halt irgendwas mit Software herumspielen. Und ich würde das klingt jetzt sehr abwertend, aber soll es eigentlich gar nicht sein, weil das kann seine eigene Qualität haben. Ja, und es ist natürlich auch ein Demokratisierungsprozess damit verbunden. Wenn es jeder kann, dann ist dieses Elitäre auch weg. Ja? Aber es verschleiert auch den Blick, es verschleiert, weil eigentlich bestimmt dann das Handy, was rauskommt, und die Software, ja, und nicht, was man selber sieht. Noch dazu, wenn man sich keine Zeit nimmt. Wenn ich mein Handy wo eine halbe Stunde hinsetze und die Augen aufmache, dann kann ich auch ein tolles Foto machen. Ja, da brauche ich kein Bezahlobjektiv. Ja, es geht auch so. Sehen ist das Wichtigste. Also du hast wirklich einen ganz besonderen Blick, also mich persönlich trifft er sehr. Ich möchte mich wirklich für das Gespräch jetzt bedanken, für die gute Zusammenarbeit, und gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die du sagen möchtest? Oder ein besonderes so, Bild, das du noch zeigen möchtest? Ich könnte noch 2 Stunden sehen, aber ich habe kein Anliegen oder so. Jetzt alles, was mir jetzt im Moment wichtig war, ist gesagt. Ja, ich möchte noch sagen, du bist einfach sehr gestalterisch da in diesem Prozess dabei, ja, mit dem Druck, mit all diesen Zwischenprozessen, also, und das spürt man auch, finde ich. Ja, ich wusste das ja gar nicht, du hast mir das ja erst jetzt, heute habe ich das erst so erfahren. Nein, ich mache sogar die Passepartouts selber. Ah! Nur die Rahmen nicht. Okay. Ja, die Rahmen nicht. Ja, ich habe früher eine Dunkelkammer gehabt, ja, ich habe in der Dunkelkammer gearbeitet. Also ich schätze auch dieses Haptische und diesen handwerklichen Prozess dabei. Obwohl ich schon sagen muss, das kann auch blenden. Ja? Also die technische Perfektion oder das, wie, wie,
geschickt, wie handwerklich geschickt jemand ist, kann auch blenden im Sinn von sich in den Vordergrund drängen. Ja. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber, ja. Und ansonsten, ja, auch von mir her war das oder ist das eine gute Zusammenarbeit. Ja. Und ich freue mich da über diese Ausstellung. Auch mit den zwei Kollegen, ja, wovon ich ja beide kannte ich vorher schon. Von David kannte ich mehr Fotos, mehrere Serien, weil ich Ausstellungen von ihm gesehen habe. Vom Andreas Biedermann kannte ich wenig, aber ich habe vor 5 Jahren war er mein Pilot bei einer Ballonfahrt. Oh! Ja. Lustig, wie die Wege einen zusammenführen dann. Also vielen Dank für das Gespräch und tschüss!